So, hallo und guten Morgen zusammen, alle liebe Solopreneure. Hier ist die Shelia und ich bin heute in einem wunderbaren Gespräch mit Kongresscoach Swantje Gebauer. Guten Morgen, Swantje. Guten Morgen, Shelia. Swantje, du bist so braun im Gesicht. Du siehst, glaube ich, mehr Sonne zurzeit als wir. Vielleicht magst du den Leuten sagen, wo du lebst und von woraus du heute ausstrahlst, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, also ich strahle tatsächlich von Teneriffa aus. Und wir haben vor 2 Wochen ein Kalima gehabt. Das ist, wenn der Sahara-Wind hier rüber weht. Dann ist es sehr, sehr warm. Wir hatten ja auch wieder so um die 28 Grad und waren auch sehr viel am Strand. Meine Mutter war zu Besuch und wir haben sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Seit vorgestern haben wir Schnee liegen auf den Bergen und ja, der Teide ist komplett weiß. Wir wollen noch mal rodeln fahren am Wochenende. Also wir haben hier gerade so Wetterkapriolen, wie es bei uns manchmal im April in Deutschland ist. Genau, hier lebe ich im Moment mit meinem Sohn und meinem Mann zusammen und betreibe von hier eben mein Online-Business. Sehr schön. Und wir werden auch gleich deine Expertise im Bereich Online-Kongresse zu spüren bekommen, weil wir gleich über das Thema sprechen werden. Dafür bist du ja Expertin. Und in dieser Videoreihe in den nächsten Wochen geht es um das Thema Simple Business oder auf Deutsch gesagt einfaches Business. Und was wir gemeinsam tun, ist, wir untersuchen, was kann man tun in seinem Business, um sich sichtbar zu machen, um sein Geschäft zu betreiben, um Kunden zu gewinnen, was sehr leicht geht, was sehr fließend von der Hand geht. Und normalerweise würde man, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Online-Kongressen, sagen, das ist ein Thema, was gar nichts mit Leichtigkeit und Einfachkeit was zu tun hat, weil es doch, wenn ich mit anderen bisher darüber gesprochen habe, heißt, ja, dann braucht man 6 Monate Vorlauf, man hat X Terminkoordinierungen mit, keine Ahnung, 20 bis 50 Personen, je nachdem, wie viele Experten man an Bord hat. Und es ist jede Menge Technik involviert. Aber du und ich, wir hatten im Dezember ein Gespräch gehabt, wo du irgendwas anklingen lassen hast, von wegen, ach, Shelia, ist doch kein Ding, du kannst doch mit einem Wochenendkonzept beginnen. Das ist ein leichter Einstieg und es ist eigentlich ganz easy. Und ich wurde da total hellhörig, weil solche Konzepte, die kurzfristig gehen und kurzfristig umzusetzen sind, machen total Spaß. Und darüber wollen wir ein wenig reden. Aber bevor wir in Richtung dieses, ich habe den Titel deswegen genannt, Online-Kongress an einem Wochenende geschrieben, bevor wir das abwickeln und besprechen gemeinsam, habe ich gedacht, es gibt Leute da draußen, die uns gerade zuhören. Sie wissen vielleicht noch nicht, was ein Online-Kongress ist. Entweder sie haben nicht daran teilgenommen, nicht gesehen in der Öffentlichkeit. Und ich erlebe häufig, dass man Challenges mit Online-Kongressen verwechselt und solche Sachen. Deswegen wollen wir aufklären gerade. Also, was ist ein Online-Kongress wirklich? Genau, das ist interessant, weil die Definition in Deutschland ja so gar nicht existiert. Also man kann jetzt nicht bei Wikipedia eingeben, was ist ein Online-Kongress. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Challenge da auftauchen würde, wenn man das eingeben würde, ob man da eine Definition fände. Ich habe damals, als ich angefangen habe, für meinen Podcast mal eine Definition erstellt, die allgemein genug ist, dass sie ja kontinuierlich Gültigkeit hat, die aber auch Spielraum für Entwicklung lässt, weil der deutsche Sprachraum im Internet entwickelt sich gerade erst, was Online-Kongresse angeht. Und wir wissen einfach noch nicht genau, wohin es geht. Aber in jedem Fall ist die Definition, die ich festgelegt habe, dass es ein- oder mehrtägiges Event ist. Also ich fange tatsächlich an und sage auch, es kann ein eintägiges Event sein. Und dieses Event hat wirklich diesen Charakter wie ein Live-Kongress, wie ein Offline-Kongress, wird aber online ausgestrahlt. Das heißt, man hat feste Termine, wo Experten oder Sprecher oder Referenten eingeladen sind, zu ihrem Thema etwas zu referieren. Und ja, die werden dann eben zu einer gewissen Zeit ausgestrahlt. Manchmal ist es so, dass Kongressveranstalter 24 Stunden so ein Gespräch ausstrahlen. Das kann ein Interview sein, so wie wir das führen. Das kann aber auch ein Webinar sein. Es kann ein Kurzvortrag sein. Also da ist auch das Format sehr, sehr frei und sehr offen. Das ist nicht festgelegt. Und
Ja, am Ende werden meistens noch Aufzeichnungen verkauft. Das ist ein Gratisformat. Das heißt, der Event-Eintritt in Deutschland zumindest ist es üblich, dass es erstmal gratis ist und am Ende die Aufzeichnungen dann gelegentlich verkauft werden und durch diesen Verkauf eben auch so ein bisschen die Kosten wieder eingespielt werden. Aber da ist auch durchaus in Deutschland noch Spielraum. Es wird jetzt demnächst auch von mir gecoacht, einen Kongress geben, der von vornherein einfach einen Eintritt nimmt, weil es eben sehr spezifisch ist, die Zielgruppe, und weil es eben auch an der Stelle passt und Sinn macht. Also es gibt ganz, ganz viele Elemente, die immer mehr jetzt in den Online-Kongress einfließen. Den Prototyp, den wir so von vor 2 Jahren kennen, das müssen 30 Sprecher sein, das geht über 10 Tage und das Ganze dauert ein halbes Jahr Vorbereitung, wie du es gerade angekündigt hast. Denke ich, wird sich ablösen. Und ich habe da verschiedene Formate entwickelt, die ich eben auch jetzt coache und beibringe, so dass man einfach auch sanft mit einem Online-Kongress ja also in sein Business hineinwachsen kann oder das als kleine, auch mal als kleine Ergänzung einfach nur nehmen kann in seinem Business-Mix. Ja, das ist total schön. Und vielleicht für diejenigen, die noch nicht an einem Kongress teilgenommen haben, und sie können sich zwar vorstellen, was das ist, wie du das gerade beschrieben hast. Was sind so Themen? Also ich stelle mir vor, dass ein Kongress unter einem Thema stattfindet. Was sind so Themen, die du begegnet hast als deine Rolle als Kongresscoach in der Vergangenheit? So ein paar Beispiele. Klar, also das geht durch die ganze Palette durchweg. Also was wir auch als Bücher konsumieren, könnten wir auch als Online-Kongress sozusagen veranstalten. Ich habe schon begleitet Kongresse, die erstmal ganz allgemein zum Thema, wie verbessere ich meine Lebensqualität sind. Da ging es um Ernährung, da ging es aber auch um Entspannungstechniken und Sport und Bewegung. Ja, das sind zum Beispiel Themen, die man alle in einen großen Kongress zusammenfassen kann, der dann sehr unspezifisch ist vom Thema. Je spezifischer, desto kleiner wird ja meistens auch der Kongress, desto weniger Sprecher findet man auch. Okay. Und dann gibt's aber auch so Themen wie Hochbegabung begleiten. Also was ist, wenn ich ein Kind habe, was Hochbegabung in sich trägt. Ja, das ist zum Beispiel ein sehr kleiner Kongress gewesen, in Anführungszeichen, aber immer noch größer von der Teilnehmerzahl als der größte Verein in Deutschland, der Kinder mit Hochbegabung begleitet. Also eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da Eltern auch zu unterstützen. Also es können Erziehungsthemen sein, es können Themen aus dem Alltag sein, es können Hobbys sein, um die es geht, alles, was um Persönlichkeitsentwicklung sich dreht und auch Business. Es gibt sehr, sehr viele Business-Kongresse, den Erfolgskongress, das sind dann natürlich riesen Hausnummern. Ja, der Erfolgskongress hatte irgendwie im letzten Jahr 30.000 Teilnehmer. In diesem Jahr, er startet auch bald, sind es, glaube ich, so an die 50.000, die angestrebt sind. Das sind dann auch ganz andere Dimensionen und ganz andere Sprecher. Aber es kann auch sehr, sehr spezifisch sein. Eben das, was ich gerade so berichtet habe, sind so Kongresse, die ich begleitet habe. Sehr cool. Also alle möglichen Themen abgedeckt. Also ich habe vegane Kongresse gesehen und auch Sexualitätskongresse. Ja. Also wirklich zu jedem Thema kann man da was machen. Das heißt, so schön als Instrument in deinem Business war, egal was du für ein Thema hast, wenn du ein Publikum hast und du Lust hast, das umzusetzen, da wirst du bestimmt auch Sprecher finden, die sich darum versammeln und du kannst damit loslegen. Das heißt, eins für viele geeignete Strategie. Und jetzt möchte ich zu dem genau diese Fragestellung hinkommen. Nämlich, du hast gesagt, man macht es für gewöhnlich oder das übliche Format bis hierher war kostenfrei und dann tut man Kosten abdecken, indem man das Kongresspaket am Ende verkauft, also diese Aufzeichnungen. Das Wort Kongresspaket hast du zwar nicht in den Mund genommen, aber ich weiß, dass es so heißt. Und es gibt, glaube ich, auch andere, die sagen, nee, es geht nicht nur um die Kostendeckung, sondern es ist durchaus ein Teil ihres Businessmodells, also eine Einkommensquelle, dass sie einen Online-Kongress machen. Vielleicht kannst du dazu ein paar Wörter sagen, wie ein Kongress als Teil deines Businessmodells fungieren kann. Mhm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt natürlich auch auf das Business drauf an, was du führst und was du anbietest. Ob es jetzt im Schwerpunkt Coaching-Dienstleistungen sind oder ob es einfach auch eher digitale Produkte sind, die sehr zeitunabhängig und ja, also die einfach skaliert sind, die du immer wieder verkaufen kannst, die du einmal erstellst, also Produkte wie Online-Kurse.
Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was du dann für einen Kongresstyp auch wählst und natürlich auch, welches Ziel du damit verfolgst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal so ein bisschen rausfinden willst, wo steht denn deine Zielgruppe? Was brauchen die eigentlich? Was sollte ich eigentlich als nächstes für eine Dienstleistung oder ein Produkt entwickeln? Dann ist ein Kongress natürlich super geeignet dafür, weil du ganz viel Interaktion auch erzeugen kannst und mit den Menschen einfach in Kontakt kommst. Aber dann wirst du es vielleicht einfach anders aufziehen als jemand, der sagt, ich habe jetzt schon ein Produkt, ich weiß, was ich verkaufen will, ich brauche jetzt unbedingt Reichweite und ich muss gesehen werden, also so ein Launch quasi damit machen möchte. Also es gibt eben unterschiedlichste Zielsetzungen, ja, ob das Listenaufbau ist, ob das Produktverkauf ist. Und je nachdem passt es sich dann eben in das Businessmodell ein und je nachdem ist auch die Entscheidung zu treffen, mache ich das als von vornherein als kostenpflichtiges Format oder auch gibt es einfach Teile, die kostenfrei sind und während des Kongresses werden noch weitere Teile angeboten, Elemente, die zum Beispiel ein kleiner Workshop nach dem Interview mit dem Sprecher, das ausgestrahlt wurde, vielleicht ein kleiner Live-Workshop, wo man dann wirklich ganz konkret mal so ein paar Punkte angeht und ja, Dinge in seinem Leben einfach verändern kann. Oder einen Plan aufstellt für ein Business oder was auch immer. Also es können ja alle möglichen Themen sein. Und man sagt dann, dieser Teil ist einfach kostenpflichtig und dann geht ein Teil von den kostenlosen Besuchern eben rüber. Oder man veranstaltet halt komplett das kostenlose Format und hat am Ende dann die Aufzeichnung. Das ist natürlich alles ein bisschen Vermutung immer, was kommt jetzt am Ende nachher dabei raus. Ja? Mhm. Aber das haben wir natürlich bei jedem Produktlaunch oder auch bei jedem bei jeder Aktion, die wir so als Online-Unternehmer machen. Wir wissen nie genau, wie reagiert jetzt der Markt darauf, was wird angenommen. Und insofern würde ich immer empfehlen, auch klein zu starten und nicht ein halbes Jahr Arbeit reinzustecken. Sehr, sehr viele Sprecher ja auch, die man dann akquiriert und die unter Umständen dann, wenn der Markt das nicht gut annimmt, ja einfach auch nicht viel von dem Event und von der Arbeit, die sie auch reingesteckt haben. Denn du weißt es selber, du bist ja auch schon Sprecherin gewesen bei mir auf dem Kongress damals und auch auf verschiedenen anderen Kongressen, dass du ja auch als Sprecher so etwas dann wirklich optimal bewerben willst. Wenn du dann schon zusagst und sagst, hey, das ist genau mein Thema, da habe ich die Möglichkeit, bekannt zu werden, da bekomme ich auch von anderen Experten nochmal wieder neue Kontakte rein und frisch so ein bisschen meine Liste auf, dann legt man sich ja auch ins Zeug dafür, schreibt vielleicht eine E-Mail oder schickt auch ein bisschen ein paar Postings raus. Und die Arbeit, die soll sich ja auch rentieren. Also es ist so eine Sache, die ganz, ganz wichtig bei einem Kongress ist einfach, dass du wirklich ein gutes Gemeinschaftsnetz aufbaust mit den Experten, dass du wirklich eng miteinander zusammenarbeitest, dass alle an einem Strang ziehen, dass es wirklich auch erfolgreich wird. Mhm. Okay, dann lass uns genau dort unser Fokus auch richten auf diesen einfachen Start. Das ist ja eh das Thema des heutigen Gesprächs. Und du hast gerade eine Bandbreite dargestellt von Marktforschung. Also man möchte einfach ein Thema testen und schauen, wie der Markt darauf reagiert, zu Sichtbarkeit und Reichweite bis hin zu einer Launch-Strategie, Produktverkauf, Kongresspaketverkauf oder den Verkauf von erweiterte Services, also Upsells ins Coaching-Produkte und so weiter. Und wenn wir sagen, wie nutzt man das für gewöhnlich für den Start und warum, also wenn man so diesen leichten, beschwipten Beginn macht, um einfach mal loszulegen, wird es wahrscheinlich in Richtung Sichtbarkeit und Reichweite gehen. Oder dafür sind Kongresse gerade für Anfänger am meisten bekannt, denke ich jedenfalls, dass man sagt, okay, man hat dieses Netzwerk von Experten zur Verfügung und sie haben wiederum eigene Publikum, was ist das Plural von Publikum auf Deutsch? Publics. Es gibt gar kein Plural. Sie haben auch Publikum, es ist einfach nur Singular. Sehr gut. Okay, Sie haben auch Publikum und das heißt, du erreichst Menschen, die bereits aufgewärmt sind, die eine Beziehung zu einer Vertrauensperson haben und du profitierst quasi von dem Vertrauen, die deine Experten bereits schon aufgebaut hast. Das heißt, hier Reichweite, Sichtbarkeit und dieses Vertrauensvorschuss, den du bekommst dadurch, dass dich jemand empfiehlt. Das heißt, lass uns das nur anschauen. So, du willst einfach Sichtbarkeit und Reichweite schaffen und mit einem einfachen Einstieg. Wie sieht das aus? Und lass uns über dieses kurzes Wochenendkonzept sprechen und wie das dann aussehen könnte.
Ja, also da wieder als Vergleich dazu eben dieser Prototyp, ja, der darauf basiert ist, so zwei Interviews oder drei Interviews, Gespräche oder Webinare, was auch immer man für ein Format wählt und auch mit den Experten abspricht. Dieses Format basiert darauf, 30 Tage lang, jeden Tag zwei oder drei mehrwertige Interviews. Und wenn du ein Wochenendformat machst, meinetwegen Freitag beginnst und bis Sonntag gehst, dann wird dein Kongress wahrscheinlich nicht mehr als 10 Sprecher haben. Vielleicht 12, aber das ist schon sehr, sehr viel, weil dann hättest du pro Tag 4 verschiedene Inputs. Man kann das machen, wenn man das als wirkliches Live-Format macht. Dann muss man gar nicht so viele Aufzeichnungen führen. Man muss natürlich die Experten auch genau an dem Wochenende bitten, sich diese Zeit zu nehmen und auch live zur Verfügung zu stehen, also zur Verfügung zu stehen, weil du kannst es dann nicht asynchron ausstrahlen. Du hast dann nicht diese Möglichkeit, das alles vorzubereiten und das zu schneiden. Es ist dann einfach live, wenn man sich das schon zutraut und die Experten auch so flexibel sind und die Termine auch auch einrichten können, dann ist das natürlich das Einfachste für dich, weil du dann wenig Vorbereitungsaufwand hast im Vorwege. Ja, das kann man über Facebook, so wie wir das jetzt gerade hier führen, so ein Gespräch, kann man über so ein Facebook Live zum Beispiel durchführen und bündeln oder auch einfach mit einer Webinar-Software veranstalten. Und das ist dann ja im Grunde genommen so, dass du dann 3 Termine, sage ich mal, pro Tag setzt. Und das kann auch alles in einem Rutsch sein, dass ich zum Beispiel jetzt gleich aus diesem Raum rausgehe. Nur mal als Beispiel, das wäre jetzt so ein Teil von einem Simple Business Kongress. Ja, sagen wir mal, das wäre jetzt dein Simple Business Kongress. Ja. Dann würde ich jetzt zum Beispiel gleich den Raum verlassen und dann kommt der nächste Sprecher rein nach einer halben Stunde und wir machen immer so kurze Impulsgespräche oder Impulsinterviews, wo wir ganz gezielt auch schon vorher abgesprochen haben, was soll der Mehrwert sein, was soll ich deinem Publikum, deinen Interessenten mitgeben, was ist wirklich für deine Zielgruppe interessant und wertvoll zu wissen. Genau, und so könnte das Ganze aussehen. Also das kann man umsetzen mit BeLive, wie du es jetzt machst. Das kann man auch sehr, sehr gut umsetzen mit Zoom-Webinare. Mit Zoom-Webinare kannst du ja auch live streamen in einer Facebook-Gruppe und du lädst deine Leute halt zu diesem Kongress in deine Facebook-Gruppe ein. Und über Zoom-Webinare kannst du dann nach und nach die einzelnen Sprecher, die schon im Raum sind, dann freischalten und die können rausgehen. Du musst nicht jedes Mal neues Live-Video erstellen und im Anschluss nimmst du die Aufzeichnung und verarbeitest das noch weiter und es gibt es dann noch als Bonus obendrauf für die Teilnehmer oder diejenigen, die sich vielleicht auch entscheiden, etwas von dir zu kaufen. Ja, und wenn du diese Reichweite aufbaust und 10 Experten hast, die wirklich mit dir verbunden sind, im Herzen auch verbunden sind, die wirklich die gleichen Werte in sich tragen und die eine Zielgruppe wirklich auch haben, die für dich interessant ist, ja, dann macht das total Sinn. Weil was ich auch beobachte, ist bei diesem Prototyp, der jetzt in Deutschland sehr, sehr viel so durch die Gassen geschoben wurde, ist tatsächlich, dass wahllos Experten eingeladen werden. Ich bin zum Beispiel mal zu einem Kongress eingeladen, da ging es darum, wie man barfuß läuft. Und ich habe gedacht, ja, okay, aber was habe ich damit zu tun? Also meine Kunden sind jetzt nicht in dieser Gesundheitsrichtung unterwegs. Ich bin Kongresscoach, ich habe Businesskunden. Ja, es ist insofern immer so eine Entscheidung, wenn man eingeladen wird, auch als Experte zu einem Kongress, wirklich zu überlegen, passt das auch und biete ich auch wirklich dem Veranstalter nachher das, was er sich wünscht? Denn was nützt Veranstalter nachher eine unspezifische E-Mail-Liste, von der sich die Hälfte nachher wieder austrägt. Ich brauche keine Reichweite von 5.000 Leuten oder 10.000 Leuten. Also wenn es nicht die richtigen sind, ja, dann nützt mir das alles nichts. Und darum würde ich immer kleiner anfangen und erstmal gucken, was sind absolut die Menschen, die ganz, ganz viele Überschneidungen auch mit meiner Zielgruppe haben und die mir eben einfach helfen können mit so einem Interview oder einem kleinen Kurzwebinar. Absolut. Also das sagt man im Marketing immer dazu, eine komplementäre Dienstleistung haben mit einer gleich oder
sehr gleicher Zielgruppe wie du. Also das wäre ganz, ganz wichtig. Und solche Anfragen habe ich auch oft bekommen, wo ich dachte, was hat das mit mir zu tun? Und wenn ich nachfrage, wen spricht ihr mit diesem Konzept an, dann kommt häufig zurück, keine Ahnung, alle irgendwie. Und das ist natürlich nicht nützlich für die Sprecher. Dieses Konzept, was du gerade kurz präsentiert hast, reizt mich total, Svanja, weil es fühlt sich leicht und informell an. Und ich wäre so faul, ich würde die Aufzeichnungen gar nicht nachbearbeiten. Ich würde wahrscheinlich die alle in der Facebook-Gruppe lassen. Und ich habe auch überlegt, man könnte das sehr gut nutzen, um eine Facebook-Gruppe einfach zu pushen, dass man hat, keine Ahnung, 700, 800 Leute in diese Gruppe gerade, wo wir ausstrahlen. Man möchte das auf 1500, 2000 bringen oder mehr, keine Ahnung, dass man das pusht über einen Kongress. Und also ein Wochenendkongress oder dein Simple Business Kongress, wie du das gerade genannt hast. Und meine Frage, die gekommen ist, und das haben vielleicht andere auch, ist, was haben die Interviewer sonst davon? Also das ist wirklich immer eine Frage, die ich mir auch mit mir stelle, wenn ich eine Anfrage bekomme. Ich stelle meine Zeit zur Verfügung und was habe ich davon? Also was ist deine Meinung dazu, wenn die anderen denken, oh Gott, wie soll ich Experten holen? Was haben sie dann überhaupt davon? Warum sollen sie da mitmachen? Zwei Dinge, einmal noch ganz kurz zu deiner schönen Idee, die Facebook-Gruppe zu beleben. So ist meine Facebook-Gruppe überhaupt erst entstanden. Ne? Und ich habe sie dadurch quasi aufgebaut, dadurch, dass ich gesagt habe, es gibt zu meinem Kongress, und ich habe damals nicht dieses Live-Format gewählt, parallel eine Facebook-Gruppe für den Austausch, wo man vielleicht auch, wo die Sprecher auch drin sind, wo man sich nochmal austauschen kann, auch im Anschluss an die Ausstrahlung. Und das ist eine super Sache, diesen Weg zu gehen. Und auch eine schöne Idee zu sagen, sie bleibt bestehen. Aber ja, man kann ja dann noch andere Modelle überlegen. Also da werde ich auch nochmal drüber nachdenken. Vielen Dank für die Anregung. Du hast jetzt gefragt, was hat der Veranstalter noch davon? Also die eine Sache ist, du hast ja vorhin von komplementären Dienstleistungen gesprochen. Es gibt ja durchaus Sachen, die ich zum Beispiel jetzt nicht anbiete, weil ich mich sehr stark auf dieses Event-Coaching, ich sage jetzt immer Event-Coaching spezialisiert habe, weil das immer umfangreicher wird. Ja, also es kommen noch Leute rein, die bringen Elemente von der Challenge mit rein. Jetzt werde ich wahrscheinlich die erste Offline-Messe begleiten, die online geht, die es schon seit Jahren gibt, die riesengroß ist. Und das ist natürlich eine super Sache, aber läuft nochmal ganz anders. Es wird dann Messetische geben, es wird dann Möglichkeiten geben, direkten Austausch mit den Referenten zu haben und so weiter. Das sind natürlich nochmal ganz andere Bausteine. Aber so als Event-Coach, der ich häufig ja eben auch Solopreneure und Anfänger begleite, die ihr Business aufbauen, ist es in erster Linie einmal die Reichweite und die Sichtbarkeit, das super Netzwerk, was du hast. Also ich kann immer wieder auf meine Experten oder auf viele meiner Experten, wo die Zusammenarbeit auch wirklich gediehen ist und wo die Beziehung sich jetzt auch entwickelt hat, kann ich zurückgreifen, wenn ich wieder irgendwas habe, neues Produkt habe oder eine Idee habe für eine Kooperation. Mhm. Es ergeben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten für diese Zusammenarbeit. Und was ich auch habe, ist, wenn ich komplementäre Dienstleister habe, die aber die gleiche Zielgruppe haben, ich habe einfach jemanden, der etwas anderes macht als Event-Coaching. Ja? Also es gibt oft Leute, die mich anfragen, die aber erstmal vielleicht ein Business-Coaching in Anspruch nehmen sollten. Oder bei denen es vielleicht um ganz andere Themen geht. Und das sind Themen, die ich dann nicht abdecke, ja? Die ich nicht abdecken kann, weil ich dann meinen Fokus auch verliere. Und insofern kannst du da wirklich für deine Kunden dann das optimale Unterstützungsnetzwerk weben und natürlich auch dann für dich einfach ein super Angebot erschaffen aus diesem Netzwerk heraus. Das ist das eine. Natürlich winkt auch immer so ein bisschen der Geldschein, ne? Was kann man denn damit machen? Und wenn du jetzt einen kleinen Kongress machst, wo du dich selber auch nochmal mit ein, zwei, drei kurzen Input-Webinaren als Experte in einem Gebiet zeigst, kannst du auch dein Produkt verkaufen. Ja? Du kannst sagen im Anschluss, wie das oft bei Challenges auch gemacht wird, ich habe jetzt ein Coaching-Programm, das geht über 6, 12 Wochen, keine Ahnung, vielleicht auch 3 Monate, 6 Monate und du kannst Teil davon sein, es gibt so und so viele Plätze. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, einen Launch auch für ein Produkt zu gestalten. Das sind sehr, sehr große Vorteile. Und der Vorteil natürlich, dass du sehr viel über deine Zielgruppe erfährst, was sie sich wünscht, was sie wirklich braucht, wo der Schuh noch drückt. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja.
Okay, dann lass uns vielleicht abschließend, um diesen Kompaktform ein bisschen noch näher rücken zu lassen, während wir darüber gesprochen haben, okay, ein Wochenende, 10 bis 12 Sprecher, Live-Termine, wir rücken von einem Impuls zum anderen, wir gehen davon aus, dass die Technik auch mitmacht, also wir wissen bei Facebook und BeLive und alles eigentlich, es gibt natürlich Potenzial, dass das nicht immer perfekt funktioniert bei Live-Terminen, deswegen tun so viele voraufzeichnen, aber ich bin auch eher für den Live-Kontext, wenn das geht. Es ist auch frischer irgendwie. Es gefällt mir, es inspiriert mich einfach mehr. Gehen wir davon aus, man möchte das machen. Was sind die Voraussetzungen für diesen Start? Also was muss man haben, technisch wissen, dass wir einfach mal, ich schreibe mit und ich mache eine Checkliste. Und guck mal, ich poste es nach. Okay. Und Svanja, um ein einfaches Business-Thema zu sein, dürfen es nicht mehr als 5 Dinge sein, sagen wir mal so, dass wir es einfach super einfach halten. Die Challenge. Aber es ist eine gute Frage zum Schluss, finde ich super. Okay, was braucht es? Also, das ist natürlich, wenn ich die Punkte allgemeiner fasse, dann kann ich mit weniger Punkten zurechtkommen. Aber ich bin jetzt mal sehr spezifisch, weil ich also es auch mag, wenn es spezifisch ist. Also du brauchst in jedem Falle eine Möglichkeit, deine E-Mails dafür einzusammeln. Das heißt, du musst eine Webseite haben, eine Landingpage, sagen wir mal, das reicht aus, eine einfache Landingpage, wo du die E-Mail-Adresse einsammelst. Denn das Sinnvolle ist ja, dass du Reichweite bekommst, dass du nachher auch mit all den Teilnehmern per E-Mail in Kontakt sein kannst und immer wieder auch noch Mehrwert liefern kannst. Das ist das, was wirklich vorteilhaft ist. Ich würde noch nicht auf eine E-Mail-Liste verzichten, auch wenn es schon die Facebook-Bots gibt und die anderen Möglichkeiten. Ja. Ich würde immer sagen, die E-Mail ist doch noch das Größte. Du kannst wirklich in dem E-Mail-Postfach deiner Zuschauer landen. Und das ist die Dinge, die du, also eine Sache, die du brauchst für die Anmeldung. Du brauchst eine Webseite, du brauchst ein Opt-in, wo die Leute sich mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen können. Mhm. Und dann brauchst du natürlich eine, wenn wir das jetzt mal so in so einem Facebook-Format denken, und sagen, okay, dadurch schließen wir natürlich immer eine Zielgruppe aus. Das muss uns klar sein. Ja, es gibt auch Leute, die eben nicht auf Facebook unterwegs sind und für die das Format dann nicht funktioniert. Da müsstest du gucken, ob du es vielleicht einbetten kannst in deine Seite. Dann ist es auch möglich, dass du es zum Beispiel darstellen kannst. Aber wenn du es über Facebook machst, brauchst du da ein Facebook-Profil und für das Facebook-Profil dann auch eine Facebook-Gruppe. Ja, wenn du es noch ein bisschen promoten willst, dann ist natürlich eine Fanpage wichtig, also eine eigene Unternehmensseite von Facebook. Die ist aber nicht unbedingt notwendig, um jetzt wirklich zu starten. Wenn wir wirklich sagen, wir nehmen nur die Basics, dann brauchen wir ein Facebook-Profil mit einer Facebook-Gruppe, wo das Ganze dann stattfinden kann und wo die Leute dann den Link zu bekommen, wenn sie dann sich angemeldet haben. Und dann brauchst du so ein Tool wie BeLive. Ich glaube, ich habe neulich mal nachgeguckt. Ich war ja immer nur in der Beta-Version damals mit BeLive unterwegs und habe nie was bezahlt dafür. Jetzt kostet es ja was. Ich glaube, es kostet 12 Euro im Monat. Ja, nicht die Basic-Version, also die ursprünglichste Version. Die, mit der könntest du das schon durchführen. Also so ein Interview, wie wir das jetzt gerade führen. Oder du nimmst, da ist es dir überlassen, was du auswählst, Zoom.us, es sind Webinar-Anbieter, aber auch ein Konferenztool. Und da brauchst du das Webinar-Tool, das kostet 39 Euro, glaube ich, im Monat, so bummelig. Also 39, 40 Dollar, um den Dreh muss es sein. Damit kannst du eben auch live die Leute einladen, hast quasi auch die Möglichkeit, ein Webinar zu erstellen, wo sie in dem Raum sein können, oder du strahlst es einfach nur in die Facebook-Gruppe aus und ja, kannst dann nachher auch die Aufzeichnung davon nutzen. Wenn du da noch was verkaufen willst, dann brauchst du einen Zahlungsanbieter. Also da arbeiten ja viele mit Digistore, die jetzt aus dem Online-Business-Bereich kommen. Ich bin ja Fan von Elopage geworden. Da lässt es sich auch sehr, sehr leicht mit verkaufen, so Aufzeichnungen. Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, von Herzen wirklich Elopage empfehlen. Damit kannst du später auch noch E-Books verkaufen, du kannst Kurse erstellen, du musst dich nicht in ein Plugin einarbeiten. Viele arbeiten ja sonst mit Digimember. Ich glaube, du hast Kajabi oder so. Und so ähnlich wie Kajabi ist Elopage, denke ich, auch aufgebaut und aufgestellt. Die übernehmen also die komplette Zahlungsabwicklung. Wenn du sagst, du möchtest die Aufzeichnungen noch verkaufen, kannst du sie zum Download anbieten oder du stellst sie einfach in einer Art Kursbereich zur Verfügung, wo sie dauerhaft angeguckt werden, aber nicht heruntergeladen werden können.
weil du vielleicht möchtest, dass es nicht irgendwie noch woanders wieder erscheint oder hochgeladen wird, je nachdem, wie viel Abschirmung du da meinst, dass unbedingt notwendig ist, dass du deine Inhalte da schützen möchtest. Ja. Tja, und das war's, weil mit Facebook hast du ja eine Plattform, die wirklich schon Chat zulässt, die dir einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Du kannst Sachen gut sortieren in der Facebook-Gruppe, du kannst das Ganze mit Hashtags versehen und das Ganze sortieren. Also da hast du quasi eine fertige Plattform. Juhu, das heißt, wir haben vier Dinge. Also ich habe einfach geschrieben. Landingpage, Facebook-Gruppe, das Profil ist natürlich vorausgesetzt, ein Live-Übertragungstool wie BeLive oder Zoom und zum Verkaufen irgendeine Online-Zahlungsmöglichkeit. Also das hört sich für mich total einfach an, vorausgesetzt, du hast dich schon, also die meisten Leute, glaube ich, die heute zuhören, haben eine E-Mail-Liste, sie wissen, wie das mit Facebook so ist. Vielleicht ist für sie neu, BeLive, das sie noch nicht haben, eventuell, oder Online-Zahlung. Aber ich finde es großartig, Svantja. Mir hat das super Spaß gemacht, heute mit dir anzuschauen. Und meine Frage an dich ist, woran arbeitest du zurzeit? Ich habe mitbekommen, dass du ein neues Projekt hast, wo schon einige Leute an Bord sind, aber einige Plätze noch frei sind. Vielleicht magst du darüber noch was erzählen. Ja, genau. Also ich habe im letzten halben Jahr tatsächlich auch wirklich mir ganz, ganz viel Zeit genommen, an diesem neuen Projekt zu arbeiten. Ich habe einen vierteiligen Workshop erstellt. Das ist ein kostenloser Workshop, den ich hier auf Teneriffa gedreht habe, mit Begleitung. Also habe ich nicht alleine gedreht. Es sind auch wirklich sehr, sehr schöne Bilder entstanden und ich zeige auch ein paar Dinge so aus meinem Leben. Aber was in erster Linie in diesem Workshop vermittelt wird, sind verschiedene Kongresstypen. Und da geht es zum Beispiel auch darum, wie kann ich so eine Kongresstreppe mir erstellen für mein Business. Wie kann ich klein anfangen mit in meinem allerersten Event? Wie kann ich weitergehen? Was sollten die Ziele sein? Wo stehe ich gerade im Business und was passt dann auch für einen Kongresstyp? Nicht, dass ich etwas wähle, was am Ende einfach von meinem Weg abgeht. Und diese Kongresstypen, die teile ich in diesem Workshop. Ich gebe quasi meine komplette Schablone, mein Blueprint raus, was es braucht, um einen guten Kongress zu veranstalten und welche Wege und Herangehensweisen es gibt. Ja, und den habe ich bisher jetzt erstmal nur in meiner eigenen Liste durchgeführt. Und ich habe ja im Oktober 2016 den ersten Kongress gemacht und habe auch nie so große Kongresse gehabt, wie es jetzt so auf dem Markt gibt. Also meine Zielgruppe ist sehr klein gewesen. Ich habe mich ja an Leute ja schon gewendet direkt mit meiner Ansprache, die einen Kongress machen wollen. Das war ein sehr ausgewähltes Publikum, also ein sehr kleiner Kongress war das. Deswegen, ich habe eine kleine E-Mail-Liste und von dieser E-Mail-Liste haben 370 Leute teilgenommen. Ja, 350, glaube ich, waren dann nachher nur, das ist ja immer so eine Sache, ne? Klicken Sie den Link nachher nach der Anmeldung oder nicht? Also ich glaube, 350 waren dann am Ende drin. Und ich habe jetzt schon 12 Plätze verkauft für mein Coaching. Das ist also diese Workshop-Serie. Am Ende öffne ich einfach nochmal die Registrierung für mein Coaching-Programm. Das läuft über ein halbes Jahr. Das sage ich gleich vorweg. Also man kann erstmal einfach nur den Input nehmen und sagen, ist okay, ich mache jetzt kein Coaching, komme vielleicht später oder auch gar nicht. Einfach um eine Inspiration zu bekommen, wie kann ich ein Event gestalten, wie kann ich das für mein Business einsetzen, ist das schon sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und diesen Workshop, den gibt's jetzt quasi noch einmal öffentlich. Der startet am 4. Februar nochmal für alle, die bisher noch nicht in meinem Verteiler waren. Ja. Schalte ich das jetzt online und es geht am 4. Februar los. Und wer Lust hat, kann sich anmelden. Die Adresse lautet onlinebusinesswachstumsformel.de. Alles in einem Wort. onlinebusinesswachstumsformel.de. Onlinebusinesswachstumsformel.de. Kein langes Wort, ich weiß. Also ich poste es unterhalb von dem Video unbedingt. Ich würde alle Wörter verdrehen, wie ich mich kenne. Aber das hört sich total fantastisch an, Svantja. Vielen Dank von ganzem Herzen, dass du heute dabei warst und dein Wissen mit uns geteilt hast, mit mir auch. Ich habe wirklich was gelernt und ich bin inspiriert. Ich weiß zwar nicht, wann ich das machen sollte, aber ich könnte mir vorstellen, ein Simple Business Kongress in Zukunft steht in meine Zukunft vielleicht und dann komme ich auch nochmal auf dich zurück, ganz bestimmt. Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, danke dir für die Einladung und alles, alles Liebe erstmal für deine Videoreihe. Dankeschön. Ich mache mal Endbroadcast jetzt und tschüss zusammen. Tschüss, Solopreneure.